Wie kann ich euch helfen? Hübsch, hübsch. Verzeiht, wenn ich stören sollte. Mein Name ist Georg von Alion. Ich komme gerade vom Eberstamm-Anwesen. Es geht um den Tod meines alten Freundes Ardo vom Eberstamm. Der wachhabende Hassler sagte mir, dass ihr mir weiterhelfen könntet. Seid gegrüßt. Auch wenn dies ein trauriger Anlass ist, Ardo vom Eberstamm war ein geachteter Bürger Ferdox und sein Tod geht vielen hier sehr nahe. Dies sind wahrhaft düstere Tage für diese Stadt und ihre Bewohner. Seid jedoch versichert, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, um den Mörder zu fassen. Ja, das will ich doch wohl hoffen. Leider kann ich euch zu dieser Stunde noch keine Einzelheiten zu dieser jüngsten Untat nennen. Graf Grovin hat in dieser Sache um äußerste Diskretion gebeten, um die Aufklärung der Verbrechen nicht zu gefährden. Entschuldigt, ich muss mich nun wieder meinen Aufgaben widmen. Auf bald, Georg von Alion. Einen Moment noch. Einer meiner besten Freunde wurde ermordet. Gibt es denn nichts, was ich tun könnte, um zu helfen? Wenn ihr einverstanden seid, würde ich mich gern ein wenig umhören, um selbst etwas über die Morde herauszufinden. Aber sicher will ich das. Tatsächlich wurde von Graf Grovin jüngst eine hohe Belohnung für die Ergreifung des Mörders ausgerufen. Ich halte dies jedoch für keine gute Idee. Auch wenn wir durch die Vorfälle in Avestreu und den Wegfall der gräflichen Lanzenreiterin kaum genug Leute haben, ist es immer noch Aufgabe der Stadtwache, solche Ermittlungen zu tätigen. Ja, ja. Ich beschwöre euch, lasst mich in eurem Auftrag handeln. Ich schulde Ardo mein Leben. Bei meiner Ehre, als Ehrenmann, werde ich nicht eher Halt machen, bis ich seinen Mörder gefunden und seiner gerechten Strafe zugeführt habe. Das schwöre ich. Ehre. Also gut, wenn es euch so ernst ist, werde ich euch die offizielle Erlaubnis erteilen, in meinem Namen Ermittlungen zu dieser Sache anzustellen. Ich will euch einige Dinge einweihen, ich erwarte aber im Gegenzug absolute Verschwiegenheit von euch. Ich schweig mir ein Grab. Beim Andenken an Ardo vom Ehrenmann, ihr habt mein Ehrenwort. Alles so ehrenhaft hier. Gut, dann soll es so sein. Ab sofort handelt ihr in offiziellem Auftrag der Ferdocker Stadtgarde. Bisher gab es 3 Mordopfer, die alle auf dieselbe Art und Weise ums Leben gebracht wurden. Das erste Opfer, der alte Bettler Ilko, wurde im Fuhrmannsheim gefunden. Sandor Kunger, ein bekannter Iman-Spieler, das ist ein Kartenspiel, den die meisten nur Drache nannte. Der Drache. Lag im Hinterhof der Taverne Flinkes Frettchen. Das passt irgendwie. Euer Freund wurde an einem Anlegeplatz im Hafenviertel gefunden. Einzelheiten könnt ihr vor Ort von der zuständigen Wache erfahren. Erwähnt aber, dass ihr in persönlichem Auftrag von mir handelt, damit ihr auch Auskunft bekommt. Wir haben bereits eine gewisse Kladis Schladromir sowie den Leibwächter Ardos, einen Zwerg namens Vorgrim, verhört. Beide scheinen jedoch über jeden Zweifel erhaben zu sein. Das will ich doch wohl helfen. Vorgrim ist geil. Aber das kommt später. Weder diese Kladis noch sein Leibwächter sind mir bekannt. Doch schon. Wisst ihr vielleicht, wo die beiden zu finden sind? Ich würde gerne mit ihnen sprechen. Vorgrim findet ihr sicherlich unter einem der Tische im Silberkrug einer Taverne am Praiosplatz. Seit dem Tod eures Freundes sieht man ihn fast nur noch betrunken. Zu Kladis Schladromir kann ich euch nur sagen, dass sie des Öfteren im Fuhrmannsheim gesehen wurde. Wo genau, kann ich euch jedoch nicht sagen. Sie ist mir etwas suspekt, auch wenn sie nichts mit den Morden zu tun hat. Ihr solltet Vorsicht walten lassen. Mit dem Mangel an Stadtwachen haben die Verbrechen in Fuhrmannsheim zugenommen. Jupp. Da mache ich mich gleich mal an die Arbeit. Auf bald, Wachhauptfrau Dorkenschmied. Ich werde euer Vertrauen nicht enttäuschen. Euer Vertrauen. Auf bald, Georg von Alion, und viel Erfolg. Rübinger, ihr seid ja immer noch da. Ich sagte doch, ihr sollt die Angelegenheit am Hafen klären. Rübinger, schon wieder so eine Rübennase. Jawohl, Frau Hauptfrau. Der hat gar nicht so eine Rübennase. Ja, der muss eingeheiratet sein in die Familie der Rübennasen. Ich weiß es nicht. So, dann lass uns doch mal in die Questenbücher gucken, was wir hier haben. Diebische Aufnahmeprüfung löste die erste Aufgabe. Gucken wir doch erstmal. Tatsächlich habe ich am hiesigen Aves-Schrein eine Truhe in der... Das hatten wir doch schon alles. Löse die zweite Aufgabe. Finde die Diebesgilde. In Ferdok werde ich jetzt dank dieser Notiz die Kontaktpuzzlung für die Diebesgilde finden können. Wie soll denn das funktionieren? So, der Unglücksrabe. Finde den Handschmeichler. Ich muss wohl oder übel in die Kanalisation hinabsteigen, um den Glücksbringer des Schneiders wiederzufinden. Morde in Ferdok. Bala haben wir schon gesprochen. Ermittle im Mordfall Ardo vom Eberstamm. Ich kann es immer noch nicht fassen. Mein Freund Ardo wurde umgebracht. Seinen Mord aufzuklären liegt mir besonders am Herzen und ich werde nicht eher ruhen, bis ich den Täter gestellt habe.
Okay, suche den Mörder von Ardo. Der Mörder Ardos wird nicht ungestraft davon kommen. Nach. Finde Zwerg Vorgrim. Ja, den, da weiß ich, wo der ist. Wurde ja schon klar genug beschrieben. Vielleicht kann er behilflich sein, die Morde aufzuklären. Laut Barla kann man ihn regelmäßig in der Taverne Silberkrug am Praiusplatz finden. Ja, finde Kladde Schladromir. Die ist süß! Die ist süß! Kladde Schladromir war eine Freundin Ardos. Vielleicht kann sie ihm hier weiterhelfen. Leider wusste Barla nicht mehr über sie, als dass sie sich des Öfteren im Fuhrmannsheim aufhält. Vielleicht sollte ich dort ein paar Leute fragen, ob sie mehr über Kladdes Aufenthaltsort wissen. Mein Gott, ich muss lesen lernen. Ja, das hat mir mein Lehrer auch immer gesagt. So, ermittle im Mordfall Drache. Da weiß ich schon. Die Hader haben endgültig gesiegt. Nicht mehr unbesiegt. So, das zweite Mordopfer Sandor Kunger, ein Iman-Spieler, den die meisten nur Drache nannten, wurde im Hinterhof der Taverne Flinkes Frettchen gefunden. Die Taverne befindet sich im Hafenviertel. Ich sollte mich dort mal umschauen. Sandor Kunger wurde im Hinterhof, der heißt doch eigentlich gar nicht so. Da ist eigentlich Rainer Winkler. Wurde im Hinterhof der Taverne Flinkes Frettchen gefunden. Ich muss mir ein wenig am Mordplatz umsehen und mit den Leuten im Flinken Frettchen sprechen. Irgendwer muss doch etwas gesehen oder gehört haben. Ich habe wirklich gar keine Erinnerung mehr. So, Elko, das ist ein Bettler gewesen. Bisher gab es 3 Mordopfer in dieser grausamen Mordserie. Das erste Opfer, der alte Elko, wurde im Fuhrmannsheim gefunden. So, sammle Informationen. Der alte Eko war ein obdachloser Bettler, den man ermordet im Fuhrmannsheim gefunden hat. Jemand muss etwas gesehen haben, denn man kann den Leuten doch nicht einfach Herzen herausschneiden. Ach, so ist das. Ohne dass irgendwer etwas mitbekommt. Ich muss mich am Mordplatz umsehen und Augenzeugen finden. So, da haben wir jede Menge komischer Geschlossener. So, ja, gleich mal einen Schluck Kaffee. Wir haben noch die Hälfte dieser Aufnahmerunde vor uns und ich bin jetzt mal am Überlegen. Ich glaube, weil wir die Unterstützung gut gebrauchen können, jetzt nehme ich mal wieder ein bisschen Advantage von dem, was ich so weiß über dieses Spiel. Wir gehen jetzt mal den Zwerg suchen, den Zwerg Vorgrim, also den Leibwächter von Ardo. Warum war der eigentlich nicht dabei? Warum hat der nichts gemacht? Hier ist eine verschlossene Truhe. Ach nee, wir haben ja... Dranor ist ja nicht mehr dabei. Dann können wir die jetzt auch nicht aufmachen. Schade eigentlich. Ja, da ist ein Städter. Städter Tropfen wühlt den Stein. Ist das schlecht. So, hier können wir nirgendwo rein. Aber hier hinten irgendwo war die Kneipe, wenn ich mich recht erinnere. Oh, es ist so eine schöne Stadt hier. Die ist so schön. Guck. Wo war denn nochmal der Eingang zur Kneipe? Der war hier, ne? Die große Tür. Taverne Silberkrug. Gab's da nicht geile Mucke drin, ne? Da gab's doch geile Mucke drin, oder? Wenn ich mich recht erinnere. Na nun, mach schon, Ladebildschirm. Ich hoffe, der Zwerg, den wir suchen, ist ja nicht dieser bartlose Trunkenbold dort drüben beim Wirt. Ja. Was haben wir hier? Das ist irgendeine... Ja, wir müssen auch noch lernen. Schon. Oh, ein helles für den alten Kumpel Vorgrim. Vorgrim, du hast mehr als genug getrunken. Hörst du, von mir bekommst du höchstens ein dunkles Spezial, damit du mal wieder auf die Beine kommst. Willst du mich umbringen? Dein bisschen scheiden Kumpel, willst du so eine Giftbrühe anregen? Schein... Wahre Freude und nun mach schon ein schönes helles, klar? Du schuldest mir noch 4 Heller. Du bekommst nichts mehr. Dir steht das Helle doch schon bis zum Hals. Ach, Scheiße, kein Frosch und schenk noch ein letztes ein. Geh lieber nach Hause und bring dein Bart in Ordnung. Schrecklich sieht das aus. Was sollen nur die Leute von dir denken? Diese Kameraführung ist schrecklich. So, Vorgrim. Lass mich. Will mehr Bier. Das kenne ich irgendwo her. Also, so war ich auch mal drauf. So, Tradan. Willkommen im Silberkrug. Was kann ich für euch tun? Interessante Stimme. Nette Stimme. Könntest Let's Player werden, Kollege.
Ich muss dringend mit Vorgrim reden. Unser gemeinsamer Freund Ardu vom Eberstamm wurde ermordet und ich benötige dringend seine Hilfe. Doch wie ihr seht, ist hier komplett hinüber. Hexe. Also, mein Freund, ich tot. Tradan, ein letztes Spiel, komm schon. Ja, eine traurige Geschichte. Der arme Vorgrim sieht ihn nur noch. Seht ihn euch nur an. Seitdem sein Herr ermordet wurde, ist er nur noch betrunken. Er gibt sich die Schuld daran. Sogar seinen langen Bart hat er sich abgenommen, als Zeichen der Schande. Schwert. Ups. Achso. Jetzt habe ich das mal gemacht. Ich darf ja jetzt rülpsen. Ah, geil. Ich muss unbedingt mit ihm reden. Wisst ihr vielleicht eine Möglichkeit, ihn wieder munter zu machen? Nun ja, ihr könntet ihm einen Krug Ferdocker spendieren. Andererseits besteht die Gefahr, dass er dann endgültig umkippt. Doch ich habe was für euch. Mein Geheimrezept. Ein dunkles Spezial. Eine hausgemachte Kräuterbrühe. Sie weckt sogar Bären aus dem Winterschlaf. Wie wäre es damit? Lustig. Und dann mischt mir bitte eins davon. So, Questgegenstand erst extra starkes dunkles Spezial erhalten. Ich habe hier unter dem Tresen einen kleinen Vorrat. Hier nehmt einen Krug auf Kosten des Hauses. Danke für eure Hilfe. Ach so, darf ich euch noch was fragen? Was wollt ihr denn wissen? Nichts, hab Dank. Ich will jetzt momentan noch keinen. So, Vorgrim. Willen Hels, Fedu, willen Bier. Hast du nicht Lust, einem ehrlichen alten Zwerg ein auszugeben? Der ist nett. Ich mag den. Ich mag den wirklich gerne. Das ist. Den mag ich auch wirklich gerne, wenn der in der Truppe drin ist. Der sagt immer lustige Sprüche. Hier ein Krug mit erfrischendem. Wie ich. Hey, damit. Geil. Aber es. Ach. Ja, Meister Vorgrim. Trinkt nur schön alles aus. Was ist das für ein Gesöch? Pfui, Wolverat, Kräuter! Er hat es gewagt, mir vor Revolution des Fergleich ein dunkles Spezial anzudrehen. Also, na, warte mal, wo ist meine Axt? Die hast du doch schon längst verloren, Kollege. Vorgrim, beruhigt euch. Mein Name ist Georg von Alion. Ardu hat euch bestimmt schon mal von mir erzählt. Er hat mich nach Ferdok gebeten. Georg von Alion? Stimmt, Ardu hat tatsächlich schon von euch erzählt. Ein Freund Ardu ist auch mein Freund. Doch Ardu ist tot. Wisst ihr das noch nicht? Es ist alles meine Schuld. Ich hätte auf ihn aufpassen müssen. Ich hätte bei ihm sein müssen. Ich habe als Leibwächter versagt. Da sagst du was Wahres, Kollege. Lass mich. Besser allein. Ich bin ein unwertiger Nichtsnutz mit Schluck auf. Ich weiß, dass Ardu ermordet wurde. Deswegen suche ich ja auch nach seinen Freunden. Wieso seid ihr nicht bei ihm gewesen? Er wollte es nicht. Dennoch ist es meine Schuld. Ich hätte es besser wissen müssen. Hätte darauf bestehen sollen, ihn zu begleiten. Dieses Treffen war mir von Anfang an nicht geheuer. Ich mach's jetzt mal nicht. War bei Amrolos Bad. Das eklige Kräutergemüse kommt wieder hoch. Da kräuseln sich ja mehr die Rückenhaare. Rückenhaare, Igitt. Ein Treffen, sagt ihr. Um was ging es denn da genau? Ah, du solltest im Obergard ist der Stadtgarde Taschmann, heißt ja, glaube ich, am Hafen treffen. Es ging um irgendwas, an dem Ardu gearbeitet hatte. Eine Untersuchung höchster Stelle. Der hickst viel zu viel. Wer weiß es ja zu dich. Hat der alte Brummbart alles für sich behalten. Er hat es nicht lebend zu dem Treppen geschafft. Ich hätte bei ihm sein sollen. Verdammt nochmal. Wie konnte ich ihn nur so im Stich lassen? Du sprichst schon klarer, Kollege. Vorgrim, hört mir zu. Ich brauche eure Hilfe, um den Mörder Ardus zu fassen. Seid ihr schon nüchtern genug, um mir weitere Fragen zu beantworten? Ja, ich denke, der Schluckauf ist gleich weg. Ich reagiere immer so auf dieses widerliche Zeug. Ihr müsst mir alles erzählen, was ihr wisst. Fragt, mein Freund, fragt einfach. Hey, er ist wieder nüchtern. Kommt, Vorgrim, lasst uns losziehen, den Mörder Ardus zu fassen. Kennt ihr eine Kladis Schladromir und wisst ihr, wo ich sie finden könnte? Kladis?
Haltet mir bloß diese Nervensäge vom Hals. Ich sag euch, bei Kladdes weiß man nie so genau, wo man dran ist. Manchmal frage ich mich, wieso sich Ardo mit so jemandem abgegeben hat. Sie streift oft durch Fuhrmannsheim. Auch die Tavernen zur sanften Sau soll sie des Öfteren für ihre undurchsichtigen Geschäfte aufsuchen. Ja. Ist halt eine kleine Diebin. Psst, hab ich euch jetzt gerade mal verraten. Spoiler. Was sind das für Geschäfte, denen diese Kladdes nachgeht? Naja, so genau weiß ich das natürlich auch nicht. Aber unter uns gesagt, bin ich mir da sicher, dass sie eine Taschendiebin ist und sich ihr Brot mit Hehlerei verdient. Das kann ich mir bei ihr sehr gut vorstellen. Kann ich euch noch was fragen? Fragt, mein Freund. Fragt einfach. So, was wisst ihr über die Morde? Ardo ist nicht der Einzige, der auf so eine schlimme Art ermordet wurde. Ein weiterer Mann, den ich gut kannte, wurde so zugerichtet. Man nannte ihn Drache. Metal-Leute, weil er so stark wie sieben Mann war. Wenn ihr mich, wohl so dick wie sieben Mann. Wenn ihr mich fragt, muss ein gewaltiger Hühne ihn überwältigt haben. Das glaube ich allerdings auch. Einer, der noch viel stärker war als er. Sandor Kunger. Ja, Bala sagte mir, dass der Drache in der Nähe des flinken Frettchens gefunden wurde. Ja, das muss schrecklich für Aline gewesen sein. Sie ist die Schankmagd im flinken Frettchen und die Freundin des Drachen. Erdbärchen, sie hat den schrecklichen Fund gemacht und dann die Stadtgarde alarmiert. Wir sollten auf jeden Fall mit ihr reden. Kann ich euch noch was fragen? Frag mal von, frag einmal. So, wisst ihr vielleicht auch etwas über den Mord am alten Ilko? Nein, tut mir leid. Ich weiß nur, dass er in Fuhrmannsheim ermordet wurde. Kann ich euch noch was fragen? Halt, warte. Also Tradans Kräuterbrühe ist ja wirklich schlimmer zu ertragen. Die Stimme ist viel geiler. Als das Nörgel aller zwergischen Klageweiber zusammen. Okay. Langsam geht's mir aber wieder besser. Ich glaube, zu spät. Wie kann jemand, der so ein feines Pferdocker ausschenkt, so eine Giftbrühe verzapfen? Kann ich euch noch was fragen? Frag mein Freund, frag einfach. So. Lalalala, Ilko, könnt ihr mir mehr über das Treffen erzählen, zu dem Ardo vor seinem Tod wollte? Wie ich schon gesagt habe, Ardo wollte sich mit diesem Obergardisten Taschmann an der Wachstation am Hafen treffen, aber anscheinend ist er dort nie angekommen. Taschmann fand seine Leiche in der Nähe der Anlegeplätze. Mehr weiß ich auch nicht, das betrübt mich zutiefst. Ich brauche schleunigst ein helles. Nein, brauchst du nicht. Frag. Erzählt mir von euch und Ardo. Ach, Ardo und ich haben schon etliches zusammen erlebt. Etliches. Als ich damals das erste Mal mit ihm zu tun hatte, hauste er im Schloss Ochsenblut seiner ehrwürdigen Familie, also genauer genommen im Torhaus. In dem Schloss hat es nämlich gespukt, müsst ihr wissen. Er hatte damals nach tapferen Recken geschickt, die ihm helfen konnten, die Geister von dort zu vertreiben. Ich war der Einzige, der es weiter als bis zur Eingangshalle des Schlosses gewagt hatte, und so haben wir uns bei der Geisterjagd angefreundet, ja. Also eigentlich bei einem guten Tropfen aus dem Schlosskeller, den wir aus den Klauen des geisterhaften Kellermeisters retten konnten. Von da an haben wir viele Abenteuer erlebt und so manche gemeinsame Schlacht geschlagen. In der Schlacht um Gareth haben wir uns dann aus den Augen verloren. Ich dachte schon, er sei damals gefallen, aber dann tauchte er hier plötzlich wieder auf und nahm mich als seinen Leibwächter bei sich auf. Gut. Gibt's denn noch was? Kommt vor Grimm, lasst uns losziehen, den Mörder Ardos fangen. Ja, Rache für Ardo, aber seht mich an. Ein verkaterter Zwerg, der nicht mal seinen Schandbart wert ist. Ich kann kaum drei Schritte in eine gerade Richtung laufen, da werde ich keine große Hilfe sein. Doch. Ihr seid der Sohn des Ferrolachs, als ob euch so ein paar lächerliche Biere klein kriegen könnten. Lasst uns gemeinsam den Mörder suchen. Ihr habt recht. Lasst uns den Verantwortlichen finden und ihn für seine Untat büßen lassen. Okay. Na bitte, so gefällt das mir. Vielleicht sollten wir ein paar kleine Pferdocker mitnehmen, nur falls wir unterwegs durstig werden. Ich hab ein paar dabei. Vielleicht eher ein paar dunkle Spezial? Bah, lass uns bloß gehen. Vorgrim, was ist mit den offenen vier Heller für das Bier? Trana, du hinterhältige Schabe. Ein dunkles Spezial hast du mir unterschieben lassen. Eigentlich solltest du die Zeche zahlen, aber was soll's? Schreib deine verfexten vier Heller an, ich bezahle sie später. Okay. Und guck mal, wen wir da haben. Wir haben einen Zwerg. Wir haben einen Zwerg in unserer Truppe. Und jetzt haben wir noch 20 Minuten. So, hier haben wir... Er hat sowas. Der ist gar nicht schlecht ausgerüstet. Eine Pfeife. Kann er die irgendwo... Ich weiß nicht, das ist, glaube ich, irgendwie so Standardgegenstand. So,
Haben wir den Zwerg im Angebot? Gibt es hier noch irgendwen, mit dem wir reden können irgendwie? Also so die ganz normalen Händler, das bringt nichts. Aber wenn ich mich recht erinnere, gab es hier auch noch ein paar Leute, mit denen man reden konnte. Der da, da kann man nicht mehr draufklicken. Städter, Städterin. Wir gucken uns hier einfach mal um. Die hier in den Ecken, da kann man gar nichts mit anfangen. Städterin, Städter, Städter. Städtertropfen hüllt den Stein. Ja, was haben wir denn hier? Nö, das ist keine Truhe. Entschuldigung, ich gucke mich hier einfach mal um, ne? Das ist ja auch mal erlaubt, oder? Guck mal, wie unser Charakter da hinten einfach so rumsteht in der Gegend. Hier geht's hoch. Nein, nein. Aber diese Kameraführung macht mich wahnsinnig, Freunde. Bei aller nicht, wir wollen nicht Meckerenrei. Lass das mal vor Grimm machen. Ja, der ist geil, der ist geil. Der sagt lustige Sachen immer. Lass uns mal rausgehen. Mit Vorgrimm. So, Schluck Kaffee.